Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch was zeigen. Ich habe wieder eine Neuanschaffung. Hab die Pflanze gestern gekauft und sie abgeholt. Das ist eine Alocasia Jacqueline Suvanesi. Absolut top. Ich liebe diese Form der Blätter. Sie steht allerdings in einem ganz, ganz kleinen Topf. So, und da habe ich mir gedacht, ich mische mir wieder Erde zusammen. Das habe ich auch getan. Aber leider werde ich sie erst morgen umtopfen, da die Erde im Flur stand, also vorm Haus im Flur und ziemlich kalt ist. Und ich möchte das den Wurzeln auf keinen Fall antun, dass die jetzt so eine kalte Erde abbekommen. Ja, und deshalb werde ich mich da morgen dran machen, werde das morgen hochladen. Und ich freue mich schon drauf, wie sie in dem neuen Topf stehen wird. Die ist ziemlich hochgewachsen, ja. Also ich denke, beim Vorbesitzer hat die wirklich nach Licht gesucht und ja, da wird der Stängel dann etwas dünner, weil die Pflanze einfach hochwachsen möchte Richtung Sonne oder Richtung Licht. Und ich denke mal, bei mir am Fenster wird die auf jeden Fall besser stehen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir ein kleines Gewächshaus kaufen soll und die kleinen Pflänzchen dort reinstelle, weil das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man da die vernünftige Temperatur und die Feuchtigkeit hat. Ja, den anderen Pflanzen geht es eigentlich auch ganz prächtig. Die entwickeln sich super. Hier bei der Alocasia ist das dritte Blatt schon etwas hochgekommen und ist auch leicht aufgegangen. Sieht super aus. Die ist ja auch neu. Also da sehe ich noch nichts. Das Blatt ist wahrscheinlich ja schon so gut wie am Absterben, aber das ist ja oft so, dass das erste Blatt dann auch letztendlich gehen muss. Ja, und hier ist meine Monstera. Da geht es auch super. Das dritte Blatt ist auch schon etwas größer geworden. Also perfekt, und ich freue mich, dass das so super mit der Erde klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden und zeige euch vielleicht morgen ein kleines Video, wenn ich sie umgepflanzt habe. Ich liebe diese Form der Blätter. Schaut's euch an, wie perfekt. Dankeschön.